So. Also Leute, hier sind wir wieder bei Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und heute habe ich mal einen anderen Gast dabei, und zwar den... Sonntag Frischern! Ja. Also, wir haben ja letztes Mal die Penisnase, aka Traumato, besiegt, und wir sollen jetzt Azure nach Hause bringen. Das machen wir jetzt mal. Okay. Ich bin Magnetzone, der Oberwachtmeister der Gegend. Vielen Dank. Dank euch konnten wir einen gesuchten Verbrecher fassen. Wir sind euch für eure Mitarbeit zu großem Dank verpflichtet. Oh Mann, Alter. Ja. Wir lassen die Belohnung eurer Gilde zukommen. Nochmals danke. Also ich wüsste, wo so ein Spiel spiele, ey. Ja. Jetzt komm mit. Den würde ich mir auf den Sack. Ich musste auch schon Chinesen spielen, davon abgesehen. Ja, schöne Grüße an Ladylike Pur. Ja, du musst es sofort für dich meine. Aber sowas von. Azure! Meryl! Meryl, ich hatte solche Angst. Alles okay, Azure? Bist du verletzt? Willst du Nils heute mal spielen, oder? Ne, mach einfach. Ich kriege mal zu und sauer ab und zu ein bisschen was. Okay. Es geht ihm gut. Der kleine Kerl ist unversehrt. Wirklich? Ich bin so erleichtert. Oh, Azurin! Ich freue mich so für euch. Ihr habt das nur für uns getan, Nils und Norman. Wir werden das niemals vergessen. Vielen, vielen Dank. Komm schon, Azurin, jetzt du. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Vor der Penisbar. Ja. Eine pädophile Penisnase. Wie kostet es doch pädophil? Oh, wir haben da in den Dungeon jede Menge verschiedene Samen da gefunden. Ach so, und Nils okay. Hat dann den Spruch gebracht, einen Moment. So, kurz noch beschäftigt gestellt. Das war schon der erste Fail heute. Aber egal. Wirklich? Ja, und der hat dann einfach gesagt, wir sind deinen Samen gefolgt. Oh. Oh nee, verdammt. Oder? Schon der nächste Fail. Scheiß Live-Update. Also, wirklich. Vielen, vielen Dank. Yay. Der Erkundungsteamverband hat eine Nachricht geschickt. Das Team von Norman erhält zur Belohnung einen größeren Schatzbeutel. Jawohl. Du kannst jetzt mehr Items als bisher tragen. Nee, ehrlich? Ich dachte jetzt weniger als bisher. Meine Güte. Augenblick. Da ist noch eine Nachricht. So, Leute. Und jetzt seht ihr den Grund, warum ich nicht Zeit und nicht Dunkelheit spielen wollte, sondern den Himmel. Die Bonus-Episode Der Wunsch von Bidiza wurde freigeschaltet. Diese Bonus-Episoden gab's nämlich... in Zeit und Dunkelheit nicht, und genau deswegen wollte ich, ja, Himmel machen. Mhm, und was ist das, wozu ist hier jetzt da, was ist daran so besonders? Das ist so eine, wie soll ich das sagen? Das sind so Nebenepisoden halt, die man machen okay. kann. Die neben der Hauptstory. Und die werde ich auch okay. alle machen. Aber jetzt noch nicht. Um eine Bonus-Episode okay. zu spielen, wähle sie in der Episodenliste im Hauptmenü aus. Wenn du eine Bonus-Episode spielen möchtest, speichere deinen Spielstand und kehre zum Hauptmenü zurück. Ich will erst noch ein paar, bevor ich die mache. Komm, sag mal. Ein paar Belebersamen holen und ein bisschen Kohle holen, um mir die zu holen. Ich habe das Kopfgeld von Oberwachtmeister Magnetzone für den gefangenen Janoven erhalten. Gut gemacht, ihr zwei. Hier ist euer Anteil für den Job.
Ihr dürft ihn behalten. Wirklich? Ja, die Sache, ne? Also, das Team von Norm erhält das Kopfgeld in Höhe von 3000 Poké-Dollar, das auf den Ganoven ausgesetzt war. Tja, Pustekuchen. Wie ist der Umrechnungskurs? 3000 Poké-Dollar Euro. Gute Frage. Aber davon gehören 2700 Poké der Gilde. Dieser Boah, Alter. Wird einbehalten. Ich habe schon meinen vierten Part genannt, ruf das Arbeitsamt, wir werden hier ausgenutzt. Da muss man nochmal gucken, ey. Das ist ja Wahnsinn, was die an Geld schlucken, ey. Ja, tu mir mal einen Gefallen und ruf mal ganz heimlich das Arbeitsamt an. Naja, egal. Ja, was wir jetzt darstellen. Ja, darum bekommt das Team von mir 300 Poké-Dollar, den Rest des Gesamtbetrages. Was? Das ist alles? Nach all der harten Arbeit? Aber natürlich, es ist alles Teil des Trainings. Ja, ich gebe dir gleich Teil des Trainings. Und morgen erwarten wir, dass ihr euch genauso anstrengt. Hihihihihi. Ich wäre schon zufrieden, wenn unser Anteil ein bisschen größer wäre. Aber das ist schon okay. Wir haben es geschafft, Azuril zu retten. Und das verdanken wir nur dir, Norman. Yay, weil du diesen Traum hattest. Darum wussten wir im Voraus, dass Azuril in Schwierigkeiten steckt. Ah, Final Destination, lass grüßen. Das stimmt. Ich kann es nicht erklären, aber der erste Schrei von Azuril, den ich gehört habe. Hilfe! Und dieser Traum, den ich hatte. Du bringst dich in Schwierigkeiten, wenn du nicht tust, was ich sage. Hilfe! Beide Ereignisse. Sie fanden in der Zukunft statt. Wieso konnte ich so etwas sehen? Was war das für ein Traum? Oh, mein Magen hat geknurrt. Hahaha, dein Magen hat auch geknurrt, Norman. Nö, ich hab vorhin gegessen. Wir haben wohl einen ziemlichen Kohldampf. Wir waren so auf die Rettung von Azuril konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Ja, you have ungeheuer... Alter, manche Schule, ey. Ja. You have ungeheuer Kohldampf. Ja, Kohl. Kohl, Brille, so, sehr geehrte Damen und Herren. Und Dampf. Naja, wir waren so auf die Rettung von Azuril konzentriert, dass wir es gar nicht gemerkt haben. Aber jetzt... Alter, Lavantimoso schon in dem Spiel? Daran musst du dich gewöhnen. Jetzt weiß ich schon, warum die richtigen Pokémon immer bloß ihren eigenen Namen sprechen konnten, Alter. Jetzt ist mal alles klar. Ja. Aber jetzt habe ich umso mehr Hunger. Komm, gehen wir zum Abendessen, Norman. Du wirst dieses Spiel noch kennen und lieben lernen, das verspreche ich dir. Nicht wirklich. Ich habe schon mal versucht, für den Game Boy Advance Emulator zu spielen und nach einer Stunde sind wir auf den Sack gegangen. Hä? Game Boy Advance? Ja, irgendwie hat immer für den Advance mal gespielt. Ja, das war der erste Teil, aber der zweite Teil, das ist der hier. Das sind die Himmel, Dunkelheit und Zeit. Die sind echt besser, finde ich, persönlich. Die solltest du dir mal antun. Na, ich weiß nicht. Die einzigen Pokémon-Spiele, die wirklich mag, sind halt diese klassischen Pokémon-Spiele. Blau, Gelb, Kristall, Silber und Gold, und hast du nicht gesehen. Naja. Vielleicht. Ich denke, du wirst dich noch umentscheiden. Boah, diese Blitze sind Wahnsinn. Ja. Ah, sieht nach einem heftigen Gewitter aus heute Nacht. Ach, warte mal. Weißt du, was in der Nacht war, bevor wir uns trafen, Norman? In jener Nacht gab es auch ein Gewitter. Am Morgen nach dieser stürmischen Nacht lagst du bewusstlos am Strand, Norman. Und? Weißt du wieder, warum du bewusstlos am Strand lagst? Weil der typischste Rollspiel-Klischee aller Zeiten ist. Erinnerst du dich an irgendetwas? Ich frage mich... Es gab ein Gewitter, aber wieso lag ich danach bewusstlos am Strand? Nein, ich erinnere mich an nichts. Alzheimer lässt grüßen. Warum muss man bei Rollenspielen meistens immer am Strand lang ohne Gedächtnis? Also, das ist... langweilig, langsam. Ich hab noch sehr, 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 sehr oft so gewesen. Ich hab noch nicht so viele gespielt.
Also bei Zelda war halt wirklich zumindest in einem Spiel so, bei Alundra war das so, oder zumindest bei Alundra 2 war das so. Ah, Link's Und so weiter. Awakening. Ja, und so weiter. Das nimmt kein Ende. Aber Zelda ist kein Rollenspiel. Ich weiß, aber trotzdem diese typische Klischee, ich bin am Strahlen, weiß ja, was passiert ist und so. Naja, Weiß ja, dass das kein Rollenspiel ist. ist Ist ein ja auch Action-Rhythmus. egal. Aber das ist in Ordnung. Versuche einfach, dich Stück für Stück zu erinnern. Das ich meine nur, das hat das typische Ja. Klischee, was man schon in Musik oft erlebt hat. Wir Ist müssen morgen. irgendwann nicht mehr wirklich witzig. Na, ist ja auch egal. Wir müssen morgen wieder früh aufstehen. Lass uns sch la legen wir uns schlafen. Ich glaube, die letzten 3 Minuten warst du mit Vorlesen beschäftigt. Ja. Hör mal, Norman. Bist du noch wach, Norman? Was? Seit diese Sache passiert ist, denke ich immer wieder darüber nach. Dieser seltsame Traum von dir. Vielleicht hat er etwas mit dir persönlich zu tun. Ich habe nur so ein Gefühl. Jedenfalls kenne ich kein anderes Gag-Arbor, das von der Zukunft träumt. Und von einem Menschen, der plötzlich zu einem Pokémon geworden ist, habe ich auch noch nie gehört. Darum glaube ich, dass diese beiden Ereignisse zusammenhängen. Das sagt mir einfach mein Gefühl. Der Schlüssel zu meiner Erinnerung. Liegt der etwa in meinem Traum? Aber selbst wenn das Nee. stimmt. Ja. Ich wollte sagen, wenn ich hier am Ton ist ein Fehler in der Matrix. Oh, ein Déjà-vu. Ja. Ja. Aber selbst wenn das stimmt, wie passt das alles zusammen? Und was haben sie geändert? Ich weiß doch nicht, was für ein Mensch du warst, Norman. Aber ich glaube, du musst ein guter Mensch gewesen sein. Hehe, danke. Ja, I know. Ich meine, es war dank deines Traums, dass wir dieses bösartige Pokémon, also die pädophile Penisnase, fangen konnten. Bösartige Pokémon, Oh, das erinnert mich daran, was Plaudergei gesagt hat. Dass die wachsende Anzahl bösartiger Pokémon daher kommt, dass die Zeit durcheinander geraten ist. Weißt du, die Zeit gerät durcheinander, Stück für Stück, und zwar auf der ganzen Welt. Ehrlich, ich merk noch nix. Merkst du irgendwas? Wie jetzt von mir, du bist ja letztens beim Vorlesen da, die labern ja was zusammen, das ist ja Wahnsinn. Ja, dass die Zeit durcheinander gerät, auf der ganzen Welt. Merkst du schon irgendwas? Also sag doch, Fehler der Matrix, sag ich doch. Aha. Niemand scheint den Grund zu kennen. Aber alle glauben, dass es irgendwas mit den Zahnrädern der Zeit zu tun hat. Zahnräder der Zeit? Eine Uhr. Es heißt, dass an geheimen Orten auf der ganzen Welt Zahnräder der Zeit versteckt sind. Oh, schöne Musik. Zum Beispiel in einem Wald. Oder bei einem See in einer unterirdischen Höhle. Ich habe sogar von einem geheimen Altar in einem Vulkan gehört. Feuer, cool. Im Zentrum solcher Orte. Dort ist ein sogenanntes Zahnrad der Zeit versteckt. Zahnräder der Zeit erfüllen eine sehr wichtige Funktion. Jedes Zahnrad der Zeit schützt die Zeit in der jeweiligen Region und sorgt dafür, dass sie richtig fließt. Oh, ein Schatten, eine schemenhafte Gestalt. Aber was, wenn eine Region ihr Zahnrad der Zeit verliert? Ich weiß Wahnsinn, Alter. keine sichere Antwort auf diese Frage. Schon wieder diese Gestalt. Ist bestimmt Ash Ketchum auf Pokémon-Jagd. Ja, nee, ist klar. Wenn dann ich auf Pokémon jagt, das ist mein YouTube-Name. Ich meine aber die Figur von Pokémon. Ah ja, ich weiß. Die hast du auch nur geklaut. Also brüll mal nicht so laut hier. Ich bin kein Pole. Nein, 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 nein. Das habt ihr nicht gehört. Ich
Falls ich. Ja, yeah, politisch unkorrekt sein. Nur weiter, weiter. Jetzt wird's lustig. Ja, zur. Falls ich Zuschauer Polen hätte. Entschuldige ich mich ja, weißt du, irgendwie Neger und so weiter reinbringen das oder? Nein, war nur Spaß. War nur Spaß. Das ja, sorry Leute, ich konnte jetzt eigentlich lange nicht mal bei YouTube machen. Ich steck so voller dummen Sprüchen, die müssen irgendwann mal langsam mal da raus, ey. Ja. Der Spruch grad. Ah, das war Krishan, nicht ich. Also. Ja, war nur Spaß, also. Also, wenn ihr euch beschweren wollt, geht zu uns beim Kanal. Kommt auf meinen Kanal, gib mir meine. Auf meinen Videos negative Bewertungen. Ja. Aber ich vermute, wenn ein Zahnrad der Zeit aus einer Region entfernt wird, dann wird der Fluss der Zeit in dieser Region wahrscheinlich aufhören. Könnte Vor- und Nachteile haben, oder? Wenn die Zeit stillsteht. Mhm. Darum achtet jeder darauf, die Zahnräder der Zeit nicht zu stören. Oh, das sieht mir jetzt hier aber gerade nicht so aus. Alle sind sich seit langem sicher, dass es zu einer Katastrophe führen würde. Also halten sich alle davon fern und lassen die Finger von ihm. Selbst skrupellose Verbrecher machen sich lieber nicht an ihm zu schaffen. Stimme. Sehe ich richtig? Kann es sein? Ja, es ist wahr. Endlich habe ich es gefunden. Es ist das Zahnrad der Zeit. Aber... es ist nur das erste von vielen. Der nächste Morgen. Was hier aber passieren wird, das zeige ich euch im nächsten Part. Der. Ich weiß, was im nächsten Part passiert. Die werden wieder so genauso viel labern wie gerade eben. Richtig. Naja. Also, dann erstmal bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüssi.